Willkommen zurück zu Pixel Junk Shooter Folge 15. Wir begeben uns in das Level Critical Mass. Kritische Masse. Oh. Da läuft schon so ein richtig großer Strahl runter von dieser schwarzen Suppe. Das konnte mir auch noch keiner erklären, was diese Flüssigkeit ist, oder? Kriege ich den jetzt aus? Nee. Oh Gott. Was das wohl noch für einen Einfluss haben wird? Ha! Diamond gefunden. Oh Gott. So. Tja. Weiß es gerade noch nicht so ganz genau. Wir drücken trotzdem mal diesen Schalter, mal gucken, was passiert. Okay, der schwarze Strom reißt ab. Da ist doch bestimmt noch einer. Und noch einer, Wahnsinn. Da ist ein Diamond. Ein Diamond, den will ich haben. Mannequins sind natürlich wichtiger. Obwohl eigentlich. Ne? Okay, kann man jetzt hier unten noch rein? Tatsache! Noch ein Diamond. Und ein Schild. Perfekt. Punkte mitnehmen. Hier war der Ausgang, richtig? So. Fledermäuse. Fledermäuse sind immer sehr, sehr gefährlich. Kennen wir ja schon. Verdammte Kiste. Du Arschfledermaus. Richtig fies. Ich noch nicht durch. Wow, shit. Autsch. Okay, dann müssen wir uns irgendwo rüber porten. Wo war denn der Porter? Hier. So, und dann können wir den Magneten aktivieren. Alles klar. Nein, oh Mann. Hier sterben echt alle Mannequins weg. Den Diamond haben wir geholt. Und nein, nein. Nein. Wir kühlen noch ab, wir kühlen noch ab. Ja. Das war furchtbar knapp. Aber wir haben soweit alles geholt hier. Oh Gott, der Magnet kann diese schwarze Suppe nicht mehr halten. Hier kann man auch noch runter, ich werde verrückt. Für 3 Diamanten. Kann man hier noch weiter runter? Ah, oh, das wäre so lustig fies. Na gut, dann haben wir wahrscheinlich in diesem Abschnitt alles. Hoffentlich, also außer die Mannequins. Oh nein. Da kommt die Suppe raus. Na los, fließ ab. Swoosh. Und
Und da kommt der nächste Schwall. Das ist uns aber egal. Wenn der durch ist und abgelassen wird, dann ziehen wir uns direkt zur gegenüberliegenden Seite zurück. Obwohl, können wir da unten rein? Da können wir noch rein. Aber wir machen erstmal hier sauber. Weil ich weiß nicht, ob wir dann wieder zurück können, wenn wir da unten reingehen. Achso, wir kommen. Ih, kotzt der mich hier mit Wasser voll. Ja, ich glaube, wir brauchen dein Wasser nicht. Hau mal ab. Okay, da kann ich nicht rein. Komm schon. Zack. Zack. So, komm schon. Ja. Ha, der ist nicht ertrunken. Oh, jetzt entsteht auch noch das Gas hier. Sehr gut. Tor ist zu. Komm da weg, du komische schwarze Flüssigkeit. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Das ist ja absolut crazy, mazy, hazy. Oh crap. Und Feuer. So, dann gehen wir mal. Und durch. Noch eine Etage höher, Wahnsinn. Wo ist das denn jetzt endlich? Wir müssen zum Ausgang. Autsch. So. Raus hier. Geschafft. Aha, erstmal die Mannequins. Dann den Diamond. Okay. Was macht hier so Geräusche? Das ist doch eigentlich Gas, was entsteht. Oder Lava, die auf schwarze Suppe fließt. Ihr könnt mir gar nichts mit euren komischen Raketen. Das ist der Anti-Magnet-Suit, richtig? Okay. Oha. Da, oh, das wird ja lustig. Anti-Magnet-Suit. Ach du Scheiße. Okay, und wir kriegen richtig viel schwarze Suppe dazu. Vielleicht lenken wir erstmal ein bisschen was um. Alter. Ja, so ungefähr. Damit wir da unten schon mal einen ganzen Vorrat haben. Das sollte doch nicht so schlecht sein, oder? So, gehen wir mal luschern. Hier ist jetzt alles voll mit dem schwarzen Zeug. Diamant eingesammelt. Und einmal hier hochgefahren. Nein! Oh, ist doch nicht wahr. Noch ein Mannequin verloren. Crazy, crazy. Können wir hier nicht durch? Wir können hier nicht durch. Naja, macht nichts. Der schwimmt. Na, okay. Den Trick kennen wir hier schon. Hier müssen wir erstmal den Schild machen. Und dann können wir die Leute retten, jawohl. Das One-Up da hinten können wir tatsächlich ganz gut gebrauchen gerade. Ich greife einfach mal so ein bisschen ins Leere. Kann ja sein, dass da doch mal ein Diamant versteckt ist. Manchmal sehe ich die ja nicht. Bleah, überall wird hingekotzt. Und raus hier, weiter geht's. Wir brauchen noch den Fahnenschwinger, ne? Der müsste ja dann eigentlich hier jetzt sein.
So, was wartet hier hinter dem Wasser auf uns? Eine schöne Fledermaus. Nice, die haben wir down gekriegt, ohne einen Mannequin zu killen diesmal. Da ist auch der Fahnenschwinger da links, wir haben ihn gesehen. Das sind die, die ich ausschießen kann, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir mal als erstes hier rein. Ach, du Heiliger. Nice. Schöne Achter-Kombo und kein Männchen verloren. Das können wir doch gebrauchen. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Wenn wir das schaffen, dann haben wir alles geholt. Und was hat der Scientist Dylan zu sagen? If the ancients are to be believed, every time the DT was disturbed, disaster struck. That's what's going on now. We've shown no respect for this planet, and the planet is returning the favor. At least that earthquake stopped the drilling. We should leave immediately and let the planet heal. Also, immer wenn man hier dem Planeten etwas antut, dann rächt sich der Planet auch. Und ja, der Typ empfiehlt, dass man den Planeten jetzt verlässt, so lange man noch kann. Ah, Mist. Und dass man den Planeten sich heilen lässt. Wir sollten hier nicht weiter drin rumbohren. Und ja, eventuell hat er damit verdammt recht. Vielleicht sollte man wirklich einfach abhauen und den Planeten sich heilen lassen. Das wäre doch was. Ah, schön kühl das Wasser. Sowieso immer nicht ganz die beste Idee, Mutter Natur zu zerstören, richtig? Okay. Da unten links ist noch ein Diamond, das habe ich jetzt gesehen. Kommt da unendlich Wasser nach? Ja. Wo kommt denn das her? Das ist doch nur aus diesem Kanister hier. Ja. Na gut. Dann sind wir durch mit diesem Level, oder? Wir müssten, soweit ich das sehe, alle Diamanten haben und vier Männchen nicht oder fünf, irgendwie so. Drei Männchen nicht. Oh geil, aber 17 Diamanten, das müssen alle gewesen sein. Unbedingt, komm schon. Komm schon, das müssen alle gewesen sein. Ja! Das waren alle Diamanten. Das heißt, offscreen hole ich nochmal die restlichen Mannequins. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei The Furthest Depth wieder. Die tiefsten Tiefen. Und ich weiß gar nicht, ob vielleicht ist das letzte Level vom Spiel. Das könnte ja sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber Episode 3 ist, glaube ich, die letzte, soweit ich weiß. Naja, mal sehen. Wir schauen uns in der nächsten Folge mal das Level an. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder einen dicken Boss. Das wäre nice. Bis dahin. Joey.